Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Letzte Folge ist ja wieder mal das Spiel gefreezt. Kennen wir. Und haben hier dieses Gespräch geführt. Mit dem Bild. Kennen wir jetzt so eher nicht. Das meiste vom Bild können wir. Können wir überspringen, hoffe ich. Hallo, ich würde das gerne überspringen. Thank you.
Na schön, ich bringe euch zu ihr. Dann sehen wir weiter. So, interessant diese Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Ja, schade, dass man die Gespräche nicht überspringen konnte. Das war ein bisschen Abfuck gerade. Ah, gut, das ist ein kleiner Abstoß nur. Ja, ach genau, hier sind die Bärenfallen. Und gleich wieder. Entschuldigung. Zum Haus zurück. So, also gehen wir jetzt wieder mal zurück zur alten Wassermühle, wo sich ja die Frau befindet. Konfrontieren sie mit den Ereignissen und dann, ja, töten vermutlich. Oder wir kriegen eine Oder-Entscheidung, das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Weil ich jetzt noch nicht sagen könnte, wie ich mich entscheiden würde. Wahrscheinlich eher gegen die Mutter. Also sie weiß wahrscheinlich noch von nichts, was ihr blüht. Aber ich hoffe, dass sie nicht zu stark ist. Das kann ich bei der nicht einschätzen. Ah. Genau. Ja. Hallo Andrasta, ich bin wieder da. Könnte man so sagen. Und ich weiß, dass ihr mit euren Bildern Menschen ermordet. Es ergibt auch keinen. Spart euch die Manipulationsversuche, sterbt für das, was ihr getan habt. Nein, warum?
Was zur Hölle? Was meintet ihr mit dem, was ihr eben zu dem Söldner gesagt habt? Diese Reinigung. Ihr habt also die Saatlinge dazu, von euch porträtieren zu lassen und was verflucht sie dadurch? Behauptet ihr allen Ernstes, diese Morde sind für eine gute Sache, Rache für die Armen, oder wie soll ich das verstehen? Na, was meint ihr mit dieser Reinigung? Ihr bringt also diese Adligen dazu, sich von euch porträtieren zu lassen, und was verflucht sie dann? Also behauptet ihr allen Ernstes, diese Morde sind für eine gute Sache? Und was nun? Na schön, tut, was ihr tun müsst. Vermutlich ist es besser. Ich denke, ich entschuldige mich für den Fehler. Mit endgültiger Lesung meint ihr vermutlich, dass ihr Rest töten werdet? Wie vorher weiterleben bedeutet in dem Fall, dass ihr weiter Adlige porträtiert? Nein. Ich entscheide mich für den Fehler, weil ich kann sie irgendwie nicht ausstehen. Irgendwie macht sie. Nein, sie hat so einen scheinheiligen Eindruck. Ha. Eieiei. Hui. Drei Groschen, ein erhabenen Gewand, Rhetorik. Sexy Lady. Naja. Ich muss was essen, ich muss mich heilen. Roter Apfel und hier diese zwei Hasenpfoten. Kann ich mit Riss essen? Reden? Natürlich nicht. Ich kann nur mit Erika sprechen, naja. Als ich Andrassa mit den Vorwürfen des Rückzugs zukam, Andrassa wird keine Bilder mehr malen und keinen Menschen mehr töten. Nur muss ich die doch. Ich denke, das ist die bessere Lösung, wenn sie erfährt, wie das passiert ist, dass sie die, wie sie die Bilder bekommen hat. Will ich auch nicht mehr die Bilder bekommen wollen. Deswegen denke ich, ist das die bessere Lösung. So, ab nach Ark. Im Südviertel, okay. Ach, da ist schon die Galerie. Jetzt kommen sogar gerade die Erinnerungen hoch. Klar, wie die Galerie aussah. Das ist dieser lange Raum, der wie so eine Taverne, ne? Alter, mit so vielen schönen Bildern. Ist das eine Sonnenbrille? Ich würde echt gerne wissen, wer die Bilder wirklich gemalt hat. Das Konzeptzeichnung, haben die Leute gemalt? Haben die das ist echte Kunstwerke? Ich weiß es nicht. Oh.
Na toll. Hat hier irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Galerieschlüssel, Gold. Datteln auch, ja, aber. So, ich speichere. Na? 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 Wie hoch ist denn die Chance? 52. Hallo Erika! Ja, eure Mutter ist tot. Könnte man so sagen, eure Mutter war eine Wildmagierin und hat eine Menge Menschen auf dem Gewissen. Tut mir leid, euch zu sagen, dass eure Mutter tot ist, aber. Nee. Also. Okay. Ja, Ausdauer aufgestiegen. Ja, was wollte sie wohl nicht so wahrhaben? Nee, denke ich mal gerade. Kann man auch mitleben. Gut. Ich werde dabei jetzt gleich einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gleich. Bis dahin und ciao.